Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. In diesem dritten Video, in diesem dritten Kameraporträt möchte ich euch heute wieder eine Einsteigerkamera vorstellen. In diesem Fall ein Mitglied der sehr erfolgreichen Pentax M-Familie und zwar die Pentax ME Super. Eine elektronisch gesteuerte Spiegelreflexkamera vom japanischen Hersteller Pentax. Die M-Familie hat Pentax, wie gesagt, von 1979 bis Mitte der 80er Jahre verkauft. Die Pentax ME Super ist eins der Spitzenmodelle dieser Serie, denn sie bietet neben einem manuellen Modus auch eine automatische Belichtungssteuerung über eine Zeitautomatik. Das heißt, ich wähle am Objektiv die Blende vor und den Rest erledigt die Kamera für mich. Als Einsteigerkamera eignet sich die Pentax ME vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass sie heute relativ günstig zu bekommen ist. Also ich sage mal so zwischen 20 und 60 Euro für ein Modell mit Objektiv. Es sollte nicht unrealistisch sein und das muss man auch ganz klar sagen, unter den Pentax-Objektiven, unter den Takumaren, da gibt es für kleines Geld relativ tolle Schätzchen, also Objektive, die wirklich sowohl was die Schärfe als auch was die Lichtleistung angeht, in einer sehr hohen Liga spielen. Das heißt, man hat dafür relativ kleines Geld, ein sehr kompetentes Kamerasystem und kann vielseitig damit arbeiten. Eine Spiegelreflexkamera ist natürlich immer dann von Vorteil, wenn es darum geht, die Objektive zu wechseln. Das ist beim Pentax M-System das Pentax Bayonet. Das lässt sich sehr leicht und sehr vielseitig verwenden. Und alles Weitere von der Kamera, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wenn man die Kamera von vorne betrachtet, dann macht die erstmal einen extrem aufgeräumten Eindruck. Ich habe hier auf der linken Seite lediglich einen Synchronanschluss für den Blitz und ich habe hier auf der rechten Seite einen Selbstauslöser. Den kann ich runterschieben und dann durch Antippen nach oben in Bewegung setzen und dann läuft der ab und macht nach ungefähr 10 Sekunden dann ein Bild. So hat er das gemacht. Auf der Oberseite der Kamera wird es ein wenig komplexer. Wir haben hier auf der einen Seite den Filmtransporthebel, darüber das Filmstandsfenster, wo ich die Filmnummer sehen kann. Wir haben den Auslöser mit einem Gewinde und um den Auslöser ist hier ein Stellschalter angebracht, mit dem ich die verschiedenen Modi anwählen kann. Da ist zum einen ein L für Lock oder Lagerung, der Automatikmodus, der manuelle Modus, die mechanische 125. Blitz-Synchronzeit und der Bulb-Modus. Ich habe dann zwei Tasten, mit denen ich die Belichtungszeit steuern kann. Und hier unterscheidet sich das Bedienkonzept der Pentax ME Super extrem von anderen Kameras, die dann für gewöhnlich ein Zeiteneinstellrad haben. Hier habe ich also zwei digitale Tipptaster, mit denen ich rauf und runter die Zeit einstellen kann. Das sehen wir nachher nochmal, wenn wir einen Blick durch den Sucher werfen. Es gibt einen Hotshoe oben in der Mitte der Kamera, wo ich einen Blitz aufstecken kann. Und es gibt hier auf der linken Seite die Filmrückspulkurbel, die gleichzeitig auch als Öffner für die Rückwand durch Hochziehen dient. Und um diese angeordnet ist die ISO oder ASA-Einstellscheibe. Dazu hebe ich einfach den Rahmen hoch und kann den dann bewegen und auf der richtigen passenden Stelle das Fensterchen dann loslassen. Dann habe ich gleichzeitig hier noch die Belichtungskompensation, die mit 1,5 und 1/4 respektive 2x und 4x, also zwei Blendenstufen nach oben und nach unten markiert ist. Hier kann ich also dann im Automatikmodus sehr schnell
ohne dann noch was verriegeln zu müssen, meine Belichtungskorrekturen vornehmen. Die Objektive sind alle relativ gleich aufgebaut. Ich habe vorne einen Fokusring und dann dahinter einen Blendenring. In dem Fall von 2 bis Blende 16. Ja, für die Oberseite war es das. Dann machen wir auf der Rückseite weiter. Auf der Rückseite gibt es ein Filmmerkfenster, wo ich ein Stück Filmkarton einschieben kann, um mich dann zu erinnern, welchen Film ich verwende. Ich habe den Suchereinblick und ich habe ein kleines Transportkontrollfenster, wo ein kleiner streifiger, in dem Fall schwarz-roter Bereich hin und her wechselt. Nur dann, wenn ein Film eingelegt ist, sehe ich dann, dass der Film richtig transportiert wird. Auf der Unterseite gibt es Kontakte, elektronische Kontakte für einen Motorantrieb. Es gibt ein Batteriefach, es gibt das Stativgewinde, den Verriegelungsknopf für die Rückspulfunktion und einen mechanischen Anschluss für den Motorantrieb. Und das war es an Bedienelementen schon auf der Kamera. Was auffällt, ist, dass die Kamera extrem klein ist. Ich zeige das mal hier im Vergleich zu einer Canon EF. Das sind schon ganz andere Größenverhältnisse. Das heißt also, mit der Pentax ME habe ich eine der kleinsten und kompaktesten einäugigen Spiegelreflexkameras für 35mm Film. Viel wiegen tut sie auch nicht. Ist ja so gesehen ein extrem kompaktes und wie gesagt günstiges Einsteigermodell, mit dem ich sehr vielseitig fotografieren kann. Wie das Fotografieren sich gestaltet, das schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir durch den Sucher schauen. Da sehe ich auf der linken Seite eine wunderschöne Skala, die von Over- bis Underexposure reicht und mir dazwischen Werte zwischen 4 Sekunden und 2000 Sekunden anzeigt. Ja, auch das ist richtig. Im Vergleich zu vielen anderen Kameras in dieser Ära ist die Pentax ME Super in der Lage, auch eine 2000stel Sekunde zu realisieren. Dazu gucken wir mal kurz ins Innere der Kamera. Hier arbeitet nämlich ein senkrecht ablaufender Metalllamellen-Schlitzverschluss. Und der ist eben wesentlich schneller als ein Tuchverschluss und kann damit diese extrem kurze Belichtungszeit realisieren. Das gibt mir also einen ganzen Stop mehr Flexibilität, wenn ich draußen unterwegs bin, gerade bei Sonnenschein und einem lichtstarken Objektiv. Gehen wir wieder zurück zum Sucher. Neben dem Sucher sind LEDs angeordnet. Im automatischen Modus zeigt mir die LED schlicht und ergreifend an, welche Belichtungszeit die Kamera zur gewählten Blende einstellen wird. Die Blende selber wird nicht angezeigt. Ich sehe aber, wenn ich den Blendenring bewege, dass die entsprechende LED sich ändert und das anzeigt. Etwas anders und noch ein bisschen komplexer ist das Ganze im manuellen Modus. Wenn ich dann in den Sucher schaue, dann sehe ich im Normalfall 3 LEDs. Die eine zeigt mir an, dass ich mich im manuellen Modus befinde, die leuchtet grün. Und dann gibt es eine Zeitanzeige, die gelb leuchtet. Das ist die Zeit, die ich zurzeit eingestellt habe. Und dann gibt es einen Hinweis in Form einer rot blinkenden LED, ob ich über- oder unterbelichte. Und jetzt kann ich mit den beiden Tasten diesen Wert rauf und runter regeln. Und an einem bestimmten Punkt springt der dann um, beziehungsweise da verlischt das rote Blinken. Und dann weiß ich, dass ich jetzt die richtige Belichtungszeit getroffen habe. Das ist in der Praxis sehr einfach, weil ich sehe, wenn es unten blinkt, muss ich nach oben drücken, wenn es oben blinkt, muss ich nach unten drücken und dann muss ich nur dafür sorgen, dass es aufhört zu blinken. Im Prinzip ist das aber so eine Art Try-and-Error-Belichtungsmessung. Also eine konkrete Angabe, wo ich hin müsste, die gibt's nicht. Dafür lerne ich dadurch aber relativ schnell, also ich werde nicht völlig entmündigt und wenn ich vorher schon eine Idee habe, so sieht das Ganze aus, so müsste ich belichten, dann weiß ich schon, in welche Richtung ich mit der Belichtungszeit gehen sollte und kann die relativ zielgenau einstellen. Nachteilig ist hier ein bisschen, dass ich die Belichtungszeit oben auf dem Kameragehäuse in keiner Weise sehe. Das heißt, also ich kann, ohne durch den Sucher zu gucken, nicht sagen,
welche Belichtungszeit jetzt an der Kamera eingestellt ist. Und wenn ich vorher im Dunkeln fotografiert habe und dann eine 15. Sekunde hatte und jetzt draußen in der hellen Sonne bin, dann muss ich erstmal ganz schön häufig klicken, bis dann mein Belichtungswert, mein Zeitwert auf der 1000. oder 500. Sekunde angekommen ist. Ja, bis dahin kann das Motiv, dann kann das Motiv schon weg sein. Man kann nicht alles haben. Also manuell eingestellte Kamera unterstützt mich nicht in so einer guten Art und Weise dabei, das zu lernen. Und eine Vollautomatik, die müsste eigentlich gar nichts anzeigen. Ich habe immerhin hier die Möglichkeit, voll manuell zu fotografieren, auch wenn das vielleicht nicht die ideale Kamera zum manuellen Fotografieren, zur manuellen Einstellung der Belichtungszeit ist. Ich kann natürlich theoretisch auch eine Belichtungszeit über die Knöpfchen einstellen und dann am Blendenrad drehen, bis es aufhört zu blinken. Allerdings wird das noch mehr zu einem Ratespiel, als es das ohnehin schon ist. Ich habe das in der Praxis ehrlich gesagt nie probiert. Ich werde das jetzt mal eben probieren. Also jetzt blinkt es unten, es steht auf einer 60. Underexposed und jetzt mache ich die Blende weiter auf. Und da passiert nicht viel. Okay, wir müssen mal eine andere Belichtungszeit nehmen. Nehmen wir mal, es ist ja nicht so hell hier drin. Also eine 30. wird zu viel realistisch halten bei der kleinsten Blende. Jetzt gehe ich mal auf eine 1/8. Drehe jetzt die Blende weiter zu. Ah ja, okay. Das heißt, Blende 4 wäre hier die richtige Einstellung. Ja, es ist umständlich. Also im manuellen Modus wäre die Kamera definitiv nicht meine erste Wahl. Meine erste Wahl ist sie dann, wenn ich anfangen möchte, mit einer Spiegelreflexkamera zu fotografieren und nicht das übliche Canon oder Nikon-Werkzeug nehmen will, sondern ja mal was anderes, was auch ziemlich kompakt ist, was auch seine Vorteile hat. Es ist eine schöne Kamera, die absolut ihre Berechtigung hat und gerade aufgrund der kompakten Größe viel Spaß machen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf ein nicht ganz so geläufiges Modell 80er Jahre Kamerakunst. Gut aussehen tut sie, glaube ich, auch noch, würde ich zumindest sagen. Ja, ist ein schickes Modell. Vielleicht findet sich der ein oder andere neue Pentax ME Superfan da draußen. Dann wünsche ich ganz viel Spaß mit der Kamera und viel Spaß wünsche ich euch auch ganz generell, nämlich genau an dieser Stelle, wo ich euch immer wünsche, dass ihr viel Spaß haben sollt, viel Film schießen sollt und dann bin ich raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.